So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir einen Bausatz gekauft, einen Lego-Bausatz, und zwar hier das hier. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt alles dabei ist. Es wäre irreführend, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn auf der Packung so viel drauf ist. Es ist aber nicht so, es ist aber gar nicht das, was hier drauf ist. Es ist meinetwegen nur die Raupe. Dann sollte man das doch bitte auch draufschreiben. Und nicht hier 20.000 Sachen abbilden. Da müsste zumindest, ja, das ist auch wieder was anderes, weil hier ist dieses, dieser Jeep mit dem Panther, Jaguar, was auch immer das ist. Dann hier so ein Kettenfahrzeug und hier noch das Teil. Deswegen dachte ich, da wäre all das drin. Das wäre wirklich irreführend, wenn das gar nicht alles drin wäre. Nochmal trinken. So, Bausatz 1. Das finde ich gut, dass ich das so leicht aufreißen lässt. So, zack. Als erstes kommt die Figur dran. Da habe ich hier den Körper. Hier Kopf. Dann haben wir die Haare. So, das ist der Zopf. Also muss das hier logischerweise vorne sein. Dann noch die Beine. Die Beine, wo sind denn hier die Beine? Die Beine, die will ich finden jetzt. Hier dieser Jaguar, der muss nicht zusammengebaut werden, der ist schon fertig. Wo sind denn die Beine hin? Sind die in dieser Tüte drin? Und warum sind diese Sachen einzeln in der Tüte verpackt hier? Vielleicht, weil das Ganze zum Schluss dran gemacht wird. Aber wo sind denn die Beine? Ich glaube, ich schiebe die mal auf die Wartebank in die Figur. Zack. Ohne Beine eben kurz. Dann soll hier angeblich noch eine Kamera dabei liegen. Da ist das auch ein Kleinkram hier dabei. Weil ich sehe hier keine Beine. Natürlich blöd. Egal. Die Tüten lassen sich angenehm leicht aufreißen. Vielleicht soll man das hier auch bitte nicht vom Tisch rollen. Einzeln daneben legen. Aber auch hier. Keine Beine. Beinlos glücklich. Das sollen. Ach hier. So blaue Beine sind das. Ist doch gefunden. Da würde wunderbar. Gucken wir, ob ich den noch an die finde. Das ist nicht unbedingt jetzt hier. In dieses Setting, so eine Art Dschungel-Setting, da passt doch wunderbar mal Lego Indiana Jones zu. So, dann kann ich den Puma, Jaguar, was auch immer. Warum habe ich das hier noch drauflegen? Mal runter. Den hier auch mal gleich aus. Das lässt sich nicht mehr so einfach öffnen. So. Ja, hier. Vielleicht hat sie den gezähmt. Das ist Zirkus. Kann man das so machen? So hier. Zirkus Lilly auf ihrem Wildpferd. So, was mit dem Kreuz fängt man an. Aha. Dann kommt auf dieses Kreuz diese Flamme. Hä? Achso, da kommt erstmal so ein Stein drauf. Und zwar dieser goldfarbene hier. Und da drauf kommt die Flamme. Dann müsste ich das ja logischerweise, weil ich zwei Flammen habe. Ist das eine Ersatzflamme? Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt vermutet, dass ich das hier, weil es hier ist auch noch so ein Goldstein dabei. Aber ich habe nur ein Kreuz. Vielleicht Ersatzflammen, man weiß es nicht.
So, dann ist so eine kleine Kiste da noch bei. Da kommt das Zeug hier rein. Einmal das, was auch immer sein, Detektor, um Metall zu finden. Dann diese Keule soll da wohl reinkommen. Und die Pfanne, das kommt alles einfach hier rein. Zack. Das ist auch erledigt. Als nächstes brauche ich eine solche Platte. Da dran kommt so ein roter Zweierstein. Erledigt. Jetzt habe ich zwar eine zweite Platte davon, aber ja, dann ist das wohl nicht. Da dran kommt jetzt so ein Stein. Das gibt so warme Erinnerungen an die Lego-Zeit von damals. Ich weiß nicht, ob das aber mein Fall wäre. Das gibt ja auch von Lego so eine Sets. Also nur mit blanken Steinen. Also nicht hier Modell, so ein Bausatz hier im Auto oder sowas. Sondern da sind wirklich nur hier sowas wie hier. In verschiedenen Größen so Steine drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Dann baue ich mir, keine Ahnung, Mario und Peach. Da steht sogar, wie viele Steine man braucht. Also zwei von diesen flachen und. Das sind so Kindheitserinnerungen. Dann benötige ich. Ach, da, hier ist auch dieser Stein. Das finde ich gut. Hier ist dieser Stein abgebildet, den man dann als nächstes benötigt. Nicht, dass man meint, das wäre jetzt zusammengesetzt aus mehreren Steinen. Da benötige ich das hier. Das sind wirklich so. Ich hätte das nicht gedacht. Das ist wirklich so Erinnerungsfeeling. Hier sieht man wieder, welche Steine man braucht. Diesen grauen Stein, um das zum Abschluss zu bringen. Dann benötige ich diesen Axtstein nochmal. Das ist wohl die. Da kommen die Räder dran von dem Auto. So, das haben wir jetzt. Und jetzt benötige ich nochmal hier den hier. Den zweiten langen Stein. Das macht richtig Laune hier. Das ist auch schön erklärt. Das heißt, das gibt dir nicht so ein Rumgerate. Jetzt haben wir hier die Achse von dem Auto. Und so ist das eben. Das ist eben ein Bausatz ohne Kleben, würde ich das mal nennen. Da hätte ich sie jetzt sowieso nicht so die Geduld zu. Dann baut man ein Stück, dann muss man das ja geschickt zusammenkleben, dann erstmal stehen lassen, das muss ja dann trocknen und dann, wenn das getrocknet ist, dann legt man da weiter los. Da habe ich nicht so die Geduld für, da brauche ich so einen Zweierstein mit so einem Nöppel dran. Ah ja, den hier, der wird auf die Seite von dem hier dran gemacht. So, zack, dann kommt so ein gelber Dreierstein dran. Genau. Auch fertig. Als nächstes kommen diese zwei blauen kleinen dran. Einer hier und einer hier. So. Dann brauche ich diese Platte. Die kommt über den gelben Stein drüber. Und zwar so. Das ist schön erklärt hier, muss ich ehrlich sagen. Dann kann man, so kann man geschillt seine Sachen zusammenbauen. Da brauche ich nochmal so einen Dreier. Hier steht auch wieder hier einmal Dreierstein. Der kommt hier oben dran. Das ist immer noch die Achse hier, was ich hier mache. Dann brauche ich hier so einen schrägen Stein. Die kommen hier oben vorne dran an das Gelbe. Der hier. Dann brauche ich viermal diesen Zweier hier. Und zwar die kommen dann mit der Fuge nach außen hier drauf. Und das Schöne ist ja auch hierbei, ich meine, es ist jetzt einfach erklärt. Möglicherweise, könnte ja sein, dass das mal passiert, wenn man irgendwann mal dann da Bock drauf hat hier, man hat immer mehr Gefallen dran gefunden, dann baut man sich schwerere Sachen zusammen. Und wenn man dann wirklich mal einen Stein an die falsche Stelle postiert hat, dann ist das ja gar kein Problem mehr. Damit man den abbaut, dann
Das ist ja nicht wie bei diesen Klebebausätzen, da sehen die irgendwann total scheiße aus, weil man hier die Teile da fünfmal woanders hin postiert hat, keine Ahnung. So, das Lenkrad. Das Lenkrad kommt vor den gelben Stein, hier so ran. Sieht aus wie das von einem Boot. So, als nächstes kommt dann wieder ein gelber Dreier. So, der gelbe Dreier kommt hinten vor die Achse. Und jetzt kommen die anderen gelben dran. Zweimal diesen. Das ist sehr schön erklärt hier. Das ist nicht nur hier. Das finde ich ist schön hier dran. Das ist nicht das komplette Fahrzeug quasi abgebildet und so auseinandergezogen, dass man dann die verschiedenen Nummern sieht. Und dann muss man ja da fast schon raten. So, als nächstes brauche ich einmal so einen grauen Lang. Den habe ich hier. Der kommt hinten dran. Da ist auch das Lenkrad. Man sieht auch sehr schön auf Anhieb, wo die Steine dran kommen. Da brauche ich zweimal diesen Zweier. Man sieht dann immer, welchen Stein man braucht. So, weiter geht's mit diesem. Genau, zweimal das hier und zwar neben das Lenkrad. Einmal hier, dann das hier und einmal hier. Einen gelben brauche ich auch noch, einen gelben Zweier. Ach, zweimal steht ja da. Das kommt dann hier dazwischen. Der nächste Zweier kommt dazwischen. Dann brauche ich diesen blauen. Und zwar diesen hier, diesen griffmäßigen hier. Der kommt hier drauf. So diese. Keine Ahnung, ist auch egal. So, weiter geht's. Als nächstes brauche ich einen, den hier. Der kommt vor das Lenkrad. Zack. Als nächstes brauche ich dann den hier. Der kommt so wieder vor. Danach den hier. Der kommt wiederum davor. Zack. Okay. Der gelbe hier, der kommt davor. Einmal blau hier vor. Zack. Einmal schwarz mit der Fuge. Den habe ich hier davor. Daran sieht man auch, wie weit sich Lego jetzt entwickelt hat, also weiterentwickelt hat. Das sind ja nicht einfach nur so mehr Klotzsteine und sowas, auf denen man dann Häuser baut. Das wird es wohl auch noch geben. Das sind diese großen Platten. Da hier einfach diese grüne Platte, die eine Platte für, eben so große Platten und da baut man dann das Haus drauf auf. Ich gehe mal davon aus, das gibt es auch noch. So, Fug und das habe ich. Ah ja, hier. Dann brauche ich diesen mit der Klammer. Das ist der einzige, der so eine Klammer hat. Und der kommt. Ach, das sollen. Das ist er doch gar nicht. Sekunde, ich suche den Stein. Ach, das ist hier der Fotoapparat, den sie am Start hat. So, mal richtig hinlegen hier die Teile. Jetzt muss ich mal kurz den Stein suchen. Ach ja, jetzt weiß ich. Das wird da drauf gesetzt. Und zwar wird das hier da dran gemacht. So hier, dann nach unten. So und dann nach unten. Und da dran kommen dann diese zwei durchsichtigen hier. Das ist die Lampen, das sind die Lampen dann. Ich nehme mal an, da sind ja noch zwei davon da. Das ist dann für hinten für die Lampen. Egal, vielleicht sind das so. Man wird es sehen. Vielleicht sind es Ersatzteile. Wait and see. Dann diese schrägen Teile. Die kommen so vorne da drauf, davor. So. Habe ich auch drauf. Die Scheibe kommt auch davor.
Ach, und dann kommen diese Teile hier noch seitlich da dran. Eins und vermutlich nochmal Scheinwerfer, da könnte ich mir vorstellen. Jetzt kommen schon die Räder dran. Und zwar werden die Teile hier, ist das ja egal wie das ist, da reingesetzt. Gestern bin ich mit dem Roller so nach Hause gefahren von der Arbeit. Das sind ja nur 2 Minuten, die ich da fahre. Habe ich einen Platten, die waren auf den Arsch gelegt. Da ich jetzt über den Winter ohnehin nicht die große Lust verspüre, mit dem Roller zu fahren, habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Wenn ich wirklich in die Stadt will, dann hier vorne ist eine Haltestelle, da fährt immer 48. Dann, also jede Stunde. Ist hier direkt hier vorne. Weiß nicht, 30 Sekunden Fußweg oder so, oder eine Minute oder was auch immer. So, und das kann ja nur so gehen. Eins. Schön vorsichtig, nicht, dass man hier was kaputt macht. Obwohl das ja eigentlich auch recht robust gebaut ist. Das muss ja auch für Kinder gemacht sein hier. Nicht, dass ich anfange jetzt hier Sätze zu beenden. So, das ist wirklich jetzt dieses eine dieser, wollte schon sagen, Kettenfahrzeug. Dieser eine Jeep hier, auf jeden Fall. Zack. Hinten drauf kommt dann die Kiste. Da ist hier. Sind hier die ganzen Sachen drin? Ach, das ist hier so ein Lagerfeuer, das ist hier zum Leben dran stellen. Das hat also mit dem Teil nichts direkt zu tun. Das war's. Sind das Ersatzteile? Weil ich habe hier noch liegen, drei von diesen blauen, dann zwei von diesen Lampen hier habe ich hier noch liegen. So eine Flamme, so ein Teil zum Befestigen von der Flamme und das könnte hier wirklich sein. Wenn zur Sicherheit quasi, wenn da was fehlt, weil hier, wenn ich das so sehe, ist fertig hier. Das war's. Ah! Ist doch lose hier drin, das kann nicht sein. Weiß ich irgendwie hier. Ich glaube nicht, dass man das hier drin befestigen kann. Nee, funktioniert so nicht. So. Das war's. Das ist der Jeep. Da kann man dann hier die Reporterin hier reinstellen, setzen, wie auch immer. Zack. Der Jaguar, das Lagerfeuer. Und das ist hier die Indiana Jones, meinetwegen auch mit dabei hier am Start. Der Peitsche für den. Ich will das Gekröche wieder an. Mann. Und da sieht man hier, wie es aussehen soll. Das sind wirklich Ersatzteile, könnte ich mir vorstellen. Das sind ja recht kleine Teile. Wenn man mal einen Teil davon verliert, dann hat man immer Ersatz hier. Die werde ich dann mal. Mann, das ist ja schlimm. Das wird ja schlimmer. Das wird ja nicht weniger. Die Kröcherei hier. Ich tue die aber woanders rein. So. Ja, so, dieses Kabel ist jetzt nicht gerade super lang. Das war der Bausatz hier. Ich kann dir nochmal zeigen hier. Fahrzeug mit Klamotten hier. Kann man gut zusammensetzen. Auch diese Anleitung, das ist schön Schritt für Schritt. Das ist nicht so, dass hier ganze Teile des Fahrzeugs abgebildet sind. Quasi die Teile von dem Fahrzeug ein bisschen abgehoben davon, dass man dann hier ein bisschen mit Linien sieht, wo man das reinsetzen soll. Das ist wirklich wunderschön für den Anfang, um damit anzufangen. Damit bedanke ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich das nächste Teil von den 4 Sachen zusammenbaue. Ich habe erst gedacht, das wäre von einem Fahrzeug nur das Teil, aber da bin ich beruhigt, dass alles das, was auf der Packung draufsteht, auch drin ist. Ciao!